Schön, dass ich immer noch keinen blassen Schimmer habe. Autsch. Das hat sogar wehgetan. Ernsthaft, ich habe hier jetzt alles abgeklappert, bis auf das hier. Und das hier. Ich bin jetzt echt so weit aufzugeben. Weil ich ehrlich nicht wüsste, wohin ich noch könnte von hier aus. Das geht darunter. Ja. Ach. Geronimo. Sehr gutes Geronimo. Nochmal Geronimo. Ja, ich mache mich gerade zum Lackaffen. Ja, ich komme ich da gar nicht durch. Ja, ich kann mich so viel porten lassen, wie ich will. Ist übrigens hier das Gleiche. Jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß halt wirklich nicht, ob hier irgendwo was aufgeht und ob es dann wieder zugeht. Ach ja, das war die
Erde bebt und alle sterben. Geschichte. Nö. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich von der anderen leeren Kammer halten soll. Gut, nebenbei Kammer. Zurück hierhin. Und mal ein bisschen aussortieren. Deathstar-Schuriken brauchen wir nicht. Die ganzen Bücher brauchen wir auch nicht. Den Dolch brauchen wir nicht. Die Frage ist halt wirklich, das Ding hat Attack Power 20, du hast auch 20. Speed 13, du nur 9. Hat 1 Dexterity. Und so weiter. Deswegen kommst du einfach mal weg. Und du kriegst das Ding hier noch. Ja. Goldener Schlüssel. Das ist auch so eine Sache. Ja, er war halt hier. In dem Bereich. Der Porter hat ihn halt hier hingebracht. So viel ist mir auch klar. Bäh. Kriegst du mal die Fackel? Ich habe noch einen Brass Key übrig und einen Amethyst. Zwei Skulls, die ich hier absetzen kann. Ich muss unten den Sack. Das ist jetzt gerade eine gute Sache. Da geht's runter nach hier. Von da aus komme ich ja da eigentlich leicht hin, wo ich gerade hin möchte. Da geht's nicht runter. Da würde es runtergehen, aber in diesen extra Abschnitt nein. Das ist nämlich jetzt gerade das, was mich... Den Brass Key behalte ich mal kurz. Ja, das ist alles okay soweit. Ja, für sie wollte ich noch einen Sack holen. Und zwar den Sack, den ich da unten habe liegen lassen. Was war eigentlich hier? Einmal Dummheit bitte. Wenn ich mich darunter fallen lasse, müsste ich hier landen.
Ach. Go, go, go. Jetzt bin ich hier. Das hat mich aber auch dahin gebracht, wo ich ihn wollte, ungefähr. Nicht hierhin, sondern... Genau. Eine Fackel und ein Messer. Ja. Solche Potions verteile ich am besten einfach mal so. Mit der da sollte ich vorsichtig sein. Und ein Antidot. Heck. Dann kriegst du halt diese Potion noch. So. Das heißt, ich kann hier dann gucken, wie ich irgendwie wieder rauskomme. Bingo. Dann kack ein. Da ist ein blauer Gem. Da ist einer der Schlüssel, die ich suche. Da ist irgendwas anderes. Da ist eine Kiste. Da sind Wege. Oh, hi. Also das Ding portiert mich einfach weg. Portet mich weg. Nochmal auf den. Das sind also, das hier ist ein richtiges Kombinationsding. Hi. Ja gut. Ich denke mal, bevor ich hier weitermache, ich mache die Aufnahmesession heute etwas kürzer, nur eine Stunde. Gibt es deswegen hier jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns
gleich wieder, wenn wir uns am Gate Maze versuchen. Also bis dann.